sind wir wieder. Und herzlich willkommen zu UIN.de. Mein Name ist Robin, ich bin Rechtshänder. Und ich bin Thorsten. Thorsten. Ja, wir reden jetzt, oder wir kommen zu unserem dritten Teil unserer Verkostungsrunde. Also, wie verkostet man Wein richtig oder professioneller Art und Weise? Heute geht es um den Geschmack. Gucken, riechen, schmecken, ja. Ja. Jetzt haben wir uns wieder einen Wein ausgesucht. Diesmal ist es ein Rotwein. Er kommt aus dem Lalande de Pomerol, ist vom Château Le Cravillon. Schwieriger Name, kann ich mir nicht merken, deswegen musste ich ihn ablesen. Aus dem Jahr 2007 haben wir schon probiert. Köstliches Tröpfchen. Und alles weitere erfahrt ihr dann im Artikel dazu. Jetzt geht es um, wie verkostet man. Also mit dem Geschmack. Man gieße ein. Vielleicht resümieren wir, was wir vorher mal hatten, die ersten zwei Sendungen. Gucken, die Farbe natürlich. Was hatten wir? Im Hintergrund weiß. Ja, den Wein vielleicht davor. Ja, kann man jetzt nicht so gut erkennen. Aber wir gucken jetzt mal hier und wir beschreiben ihn euch. Also hier würde ich sagen, haben wir einen rubinroten Wein. Aber nicht spätburgunder Rubin. Ein bisschen kräftiger schon, ein bisschen dunkler. Ja. Ja. Danach das schwenken. Ist aber deutlich schon noch Transparenz. Jetzt schwenken wir ihn. Wir sehen leichte Viskosität, Extrakt, Alkohol, Kirchenfenster. Ja, 13%. Ja. Aber im Bordeaux sind die Weine ja bekannt dafür, dass man viel Ertragsreduzierung macht. Das heißt, man bekommt wenig raus von dem Trauben, die man einsetzt. Und das produziert auch einen hohen Extrakt. Das heißt, ein reichhaltiger Wein. Oh, und die Nase wie gestern, oder, Thorsten? Ein Traum, geil. Fantastisch. Geil, also, würzig, bärig, auch balsamisch, ätherische Noten. Kräftig, hat aber auch sowas, nicht nussig, aber sowas leicht karamelliges. So, in die süßliche Richtung. Ja, ja, so ein bisschen vanillig, ne? Sicher vom Holz genau. Vom Holz aus. Oh. Oder so, ne? Sehr gemütlich. Also den trinke ich gerne am Kamin. Leider haben wir gar Eine echte Überraschungswein. Ja. Hat man jetzt vorher gar nicht so erwartet. Na gut, aber ja, jetzt haben wir... Egal. Ne? Kommen wir zum Geschmack. Wir kommen zum Geschmack. Wie trinkt man? Also wir nehmen einen... Der wichtig ist, bevor ich jetzt trinke, man muss versuchen, immer einen gleich großen Schluck zu nehmen. Denn... Es ist so, der Wein schmeckt natürlich ganz anders, wenn ich nur meine Zungenspitze benetze oder wenn ich meinen Mund völlig voll mache. Ich versuche, einen mittleren Schluck zu nehmen. Hört ihr das? Klingt ein bisschen unappetitlich. Kann ich verstehen, wenn Leute nebenan ist, schämt man sich immer ein bisschen im Restaurant. Muss man nicht unbedingt im Restaurant machen, kann man aber, wenn man über Wein reden will, auf jeden Fall muss man das dann machen. Also ich kann es nicht mehr anders, leider. Das heißt leider, ich... Ich mache es automatisch. Ja, ja. Und auch alle anderen Getränke trinke ich fast immer so. Ja, das ist sehr gefährlich, wenn man Spirituosen trinkt, denn die haben 40% beispielsweise und dann wird es extrem scharf. Ja. Brennt den Mund weg. Sollte man da nicht machen, bei Wein geht das. Aber warum macht man das? Sinn der ganzen Sache ist, man erfährt den Geschmack erstmal, er kann sich entfalten. Wir vermischen den Wein mit Sauerstoff. Auf der ganzen Zunge. Auf der Zunge. Wir lassen den Wein über die Zunge, fließen. Wir kauen ein bisschen drauf herum, wir schlürfen ihn und benetzen damit alle Geschmacksknospen, die wir haben, auch den Gaumen, auch die Schleimhäute. Dann können wir den richtig wahrnehmen. Ja, könnt ihr auch mit Kaffee und mit Tee machen. Also ich schwöre drauf, das ist super. Ja, ja, man kann mittlerweile schlürfe ich auch alles. Ich weiß nicht, ob das auch so geht. Man fängt eigentlich an, auch so Bier, Hefeweizen, Erfrischungsgetränke teilweise. Die belgischen Biere letztens. Ja. Ja, ist so. Aber man hat wirklich mehr vom Geschmack. Und was kann man dann eigentlich wahrnehmen? Zum einen, wir haben ja die klassischen fünf Sinne, die kennt ihr sicher alle. Wir können auf der Zunge eigentlich nur wahrnehmen bitter, süß, salzig, sauer. Und also die vier. Und neu dazu gekommen ist noch Umami. Das ist ein fleischiger Eindruck. Das ist dieser Eindruck, den ihr habt, wenn man Glutamat, also Geschmacksverstärker, zu sich nimmt. Kann man jetzt vielleicht mal ausklammern an dieser Stelle. Im Prinzip ist erstens, ihr könnt die Weinsäure spüren. Ist es ein saurer Wein, hat er wenig Säure? Wir können spüren, ist der bitter
oder ist er nicht bitter, obwohl wir dazu gleich noch was sagen müssen. Dann schmecken wir natürlich, ob er süß ist oder nicht, ob er ein trockener Wein ist. Die Gerbstoffe, also Astringenz, ist der Wein pelzig? Genau, das meinte ich zum Bittern, das darf man nicht verwechseln, also ein Wein kann bitter sein, aber Gerbstoffe, das sollte man sich immer merken bei Rotwein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerbstoffe sind die Stoffe, die, man nennt sie auch Phenole oder Tannine, die den Wein pelzig im Mund machen. Ihr kennt das sicher, wenn ihr einen Rotwein trinkt, der so sehr körnig wirkt, dann habt ihr, wenn ihr mit der Zunge über die Zähne langfahrt, so ein Gefühl im Mund, als hättet ihr einen Watte oder einen Pelz im Mund. Ja, teilweise sehr unangenehm. Ja, als würden Furchen auf die Zunge. Ja. Aber macht einen Wein auf jeden Fall, also gehört zu guten Rotwein immer dazu in einem gewissen Maße, wenn sie gut eingebunden sind. Es gibt Tannine auch in kleineren Molekülen, in größeren Molekülen, also unterschiedlicher Stärke, unterschiedlicher Körnigkeit. Aber wenn ihr merkt, dass er ein bisschen zu extrem ist auf der Zunge, dann lasst ihn ein bisschen offen, lasst ihn ein bisschen atmen. Ja. Es geht dann langsam weg. Mit Sauerstoff bindet sich das auf jeden Fall auch noch gut ein. Ja, das nennt man Polymerisation. Wenn die Gerbstoffe und die Farbstoffe aufeinander kommen durch Sauerstoffeinfluss, das macht den Wein harmonischer. Das passiert auch bei der Lagerung von Wein zum Beispiel, auch im Barriquewein. Und deswegen dekantiert man Wein vorher, zum Teil, damit dieses ein bisschen harmonischer wirkt. Und was natürlich auch schön ist, wir haben im Mund, habe ich ja gerade gesprochen, von den einzelnen Geschmacksregionen, also diese Eigenschaften, die man wahrnehmen kann, süßig, salzig und so weiter. Aber dadurch, dass wir ihn schlürfen, können wir natürlich auch die Aromen, also das, was wir riechen, wahrnehmen. Man sagt dazu retronasal, das hinten am Gaumen geht wieder hoch vom Mund in die Nase und zurück an die Rezeptoren in der Nase. Das heißt, retronasal riechen wir dann auch die Aromen wieder und haben nicht nur diese vier Geschmackseindrücke, sonst wäre es ja relativ langweilig, das Trinken. Ja, könnt ihr mal ausprobieren. Trinken Wein oder trinkt generell irgendwas, isst irgendwas, Nase zu machen und dabei kauen. Dann habt ihr wirklich nur diese vier Eindrücke, ja, die man normalerweise wahrnimmt. Deswegen ist irgendwie blöd, wenn man erkältet Wein trinkt oder Wein probiert. Es ist sehr ärgerlich. Ja. Weil man schmeckt halt nur diese vier Sachen und nicht dieses Retronasale. Sind weg. Genau. Ja, was jetzt nochmal so als Adjektive, was könnte man einfach sagen? Ja, der Wein ist rund oder harmonisch, könnte man sagen. Man könnte auch sagen, er ist, hat zu viele Gerbstoffe, wenn es zu pelzig ist. Man könnte sagen, er ist flach. Könnte man noch sagen. Also sehr interessant bei Weißwein ist, wenn er einen leichten Schmelz hinten hat. Genau, den Nachhall. Abgang. Man kann den Nachhall beschreiben. Wie lang bleibt der Wein im Mund? Ist der Nachhall im Allgemeinen lang oder ist er kurz? Ist er schmelzig? Das ist so eine Cremigkeit. Oder hat er das nicht? Bleiben vielleicht Bitterstoffe zurück oder zitrische Noten, also Säure? Ist die Säure prägnant? Ja, oder eher so cremig. Das ist halt vom Schmelz, ja, genau. Ja. Ja. Ich würde sagen, mit dieser Anleitung habt ihr eigentlich schon mal das 1 und 1 des Weinverkostens. Und falls ihr Fragen habt, immer gerne Kommentare. Ne? Kommentare oder Mail an info@uwine.de oder ihr schreibt direkt an uns thorsten@uwine.de bzw. riedel@uwine.de und da könnt ihr loswerden, die Fragen, die ihr stellen wollt. Yoda, ich habe gesprochen. Ja. Okay. Idiot. Egal. Sorry. Ja, und in diesem Sinne, quand un vin est tiré, il faut le boire. Sehr schön. Die rechte Hand, du Idiot. Egal. Zum Wohl. Zum Wohl. Tschüss. Bis demnächst. Bleibt uns treu.